Ja, mal Leute, was geht und willkommen zurück zu einem neuen Warzone 2 Video. Und zwar geht es in diesem Video mal um die M13B. Ihr alle könnt euch ja wahrscheinlich noch an die M13 in Warzone 1 erinnern. Die hat ja immer recht wenig Rückstoß gehabt, aber der Schaden war jetzt nicht so krass und allgemein haben eigentlich die wenigsten Leute so die M13 wirklich gespielt. Die M13 kam jetzt auch in Warzone 2, kam die ja glaube ich kurz nach Release dazu und die konnte man sich ja irgendwie in DMZ freispielen. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ich probiere sie einfach mal aus, um so zu gucken, ob die M13 sowas drauf hat und ob sie vielleicht besser ist als die M13 in Warzone 1. Und ich muss so viel sagen, sie ist jetzt echt nicht übel krass. Sie macht auf jeden Fall echt Spaß zu spielen, aber erwartet jetzt nicht, dass sie irgendwie die neue Meta oder sowas ist. Weil das ist sie auf jeden Fall nicht, das kann ich schon mal sagen. Ja, aber auf jeden Fall werde ich euch am Ende jetzt vom Video noch die beste Klasse für die M13 zeigen. Falls ihr sie nachspielen wollt, könnt ihr das dann gerne mit der Klasse machen. Ich glaube, ich habe da echt eine ganz gute Klasse so gefunden. Und ja, falls ihr nichts mehr rund ums Thema Call of Duty verpassen wollt, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr hier ein kostenloses Abo da lassen könntet. Ihr würdet mich damit auf jeden Fall sehr unterstützen. Ich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr bis zum Ende des Jahres noch die 30 Abonnenten schaffen würden. Und ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß an dem Gameplay und dann bis gleich zur Klasse. Doch, war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Das für eine behinderte Endzone. Was? Was? Nein. Wo springt der? Das Gas nähert sich. Erreiche die neue Sicherheitszone. Ah. Wieder einer One-Shot hier auf dem Dach. Nice. Oh, Yannick, oh, oh. Auch das sind Feilies. Oh, da kommt noch ein Duo hoch. Fortnite ist viel besser, meinst du? Ja, meine Fortnite-Zeit habe ich halt irgendwie so schon gehabt.
Wenn es an sich eigentlich gar nicht so doof wäre, oder? Wenn immer ein Mate so ein Ding mitnimmt, dann... Das ist One-Shot. Unten? Ja. Alleine? Ja, alleine. Hab den. Kannst du landen? Oh. Einer knockt. Ja, mein Freund, das war nicht so intelligent, wirklich nicht. Den? Wo? Im Haus, oder? Tot. Liebespilot. Zu hauen. Das war ja so dumm. Oh Gott, war das dumm. Einer knockt. Das für Idioten gewesen. Der rennt mit dem Raketenwerfer lang. Der ging ja ganz daneben. So, kommen wir jetzt auf jeden Fall auch schon zur besten Klasse für die M13. Und zwar würde ich euch auf jeden Fall hier empfehlen, den längsten Lauf mitzunehmen. Das ist hier einmal der erste Lauf für eine bessere Schadensreichweite, für eine bessere Geschossgeschwindigkeit, nochmal für eine bessere Rückstoßkontrolle. Und getuned habe ich den hier auf Rückstoßstabilität und auf effektive Schadensreichweite. Bei der Mündung habe ich dann hier den Silent Fire XG6 Schalldämpfer mitgenommen. Einfach, dass hier recht leise schießt, eben nochmal eine höhere Geschossgeschwindigkeit habt. Und ihr habt mit dem nochmal eine bessere Rückstoßkontrolle. Und getuned habe ich den hier auch wieder auf Rückstoßdämpfung und auf Geschossgeschwindigkeit. Dann eigentlich wie bei jedem Sturmgewehr hier noch den Phase 3 Griff. Einfach nochmal für eine bessere Rückstoßstabilität. Und getuned habe ich den hier auch wieder auf Stabilisierung von Rückstoß und da unten noch auf Zielstabilität im Stillstand. Und was bei der M13 auf jeden Fall auch noch wichtig ist, weil die eben eine extrem hohe Feuerrate hat, ist auf jeden Fall das 60-Schuss-Magazin. Das würde ich euch eigentlich auch in Solos empfehlen, weil die M13 ziemlich schnell leer ist. Weil die eben eine recht hohe Feuerrate hat. Deswegen hier auf jeden Fall das 60-Schuss-Magazin mitnehmen. Und beim Visier habe ich mich dann wieder für das Zielhilfen V4-Visier entschieden. Mit dem Tuning hier unten auf nah. Auf jeden Fall ist das hier die M13-Klasse, wie ich sie gespielt habe. Mir hat sie auf jeden Fall echt sehr viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, erwartet jetzt irgendwie nicht, dass ich jetzt hier irgendwie dann eine krasse Waffe spiele. Ich habe auch echt richtige Scheiß-Momente gehabt, wo ich dann irgendwie angefangen habe zu schießen und trotzdem noch outgunnt wurde. Aber sie macht auf jeden Fall Spaß, weil die hat echt wenig Rückstoß. Also falls ihr mal eine Abwechslung sucht und jetzt nicht irgendwie darauf seid, dass ihr die beste Waffe im Spiel spielen wollt, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zusehen bei euch. Wie gesagt, lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, falls ihr mich unterstützen wollt. Und schaut auch noch sehr, sehr gerne auf Twitch vorbei für regelmäßige Streams. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, lasst gerne noch einen Kommentar da. Schreibt auch noch wirklich sehr, sehr gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare oder irgendwelche Videovorschläge. Das würde mir persönlich auch sehr weiterhelfen, dass ich eben weiß, was ich so verbessern könnte an meinem Content. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.